Mann, oh Mann. So. Jetzt bin ich hier wieder am Start und roll mir auf mein verschissenen Headset rum. So, das müsste doch dann hoffentlich... Obwohl, nee, warte mal, lieber... So, so mag ich das doch viel lieber. Okay. Taste bearbeiten, ich möchte das gern... Wieso wurde das keine Taste zugewiesen? Was soll denn das? Wie, was habe ich denn auch? Kann ich das irgendwie... Oh, Standardwerte. Okay. Dann muss es jetzt wohl doch auf C sein, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann doch C. Warum nicht? Wo haben wir das? Oh, da war doch nicht aussehen. Wo bin ich denn hier? Da haben wir doch Gruppenverwaltung. Ich lade dich ein. So schaut's aus, mein Freund. Nein, ist ja vollkommen egal. Soll? Wieso soll ich denn deine annehmen? Wieso? Komm doch bei mir rein. Bei mir ist es cooler. Bei mir gibt's Kartoffeln. Na. Nein, komm in meine rein. Ich bin hier der Anführer. Oder bist du schon irgendwo? Hallo, hört man mich? Ach, du bist da unten irgendwo, okay. Ne, dann komme ich da jetzt eh mal runter. Ich muss ja jetzt... mich abseilen. Doppi, doppi, dopp. Ich will ja noch ins Hauptquartier. Noch die paar Sachen hier verkaufen, die ich habe. Oh, da ruft mich echt um diese Uhrzeit noch so ein Typ an, der so ein paar Sachen kaufen will, ey. Die kommen auf Sachen, ey. Wieso ruft man einen auch noch so penetrant an um diese Uhrzeit? Haben die nichts Besseres zu tun? Jetzt mal im Ernst, haben die nichts Besseres zu tun? Wo bist du denn? Ach, du hängst da auch noch in dem Gebäude drin rum. Okay. 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 Okay, okay, okay. Oh, gucken wir mal. Mal ein bisschen hier wieder verkaufen. Kann man mich hören? Ja, man hört dich ganz leise. Ja, ganz leise. Obwohl, ich glaube, ich muss hier einfach lauter stellen. Kannst du mich denn hören? Was soll schon wieder weg? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, okay, dann gucke ich mal, dass ich dich gleich mal irgendwie ein bisschen lauter stellen kann. Oder ich habe halt bei mir irgendwie diese Sprachsensibilität eigentlich so hoch, weil ich da nicht wusste, wie ich da jetzt rumhantiere, wie alles auf Standard gelassen. Ich bin jetzt gerade noch beim Boss hier, wo du losgerannt bist. Ich muss mal kurz. Ach so, okay. Ja, nee, mach mal. Dann guckst du gleich mal wegen der Sensibilität, wenn es daran liegen sollte. Ach so, du musst nicht immer zurücklaufen, ne? Den Weg, du kannst dich auch einfach wieder. Wie geht denn das? What the fuck? Das wäre wieder was ich nicht weiß. Sachen verkaufen. Ja, habe ich über. Ja genau. Schrott markieren. Schrott. Wo der Schalldämpfer, ja doch, nein, sicherheitshalber mal nicht. Schrott verkaufen, bitteschön, dankeschön. Der hat einen blauen Schalldämpfer, nein, der hat einen grünen. Boah, die Sachen sind ja unverschämt teuer, ne? Ja, geht, wenn man, ich sollte schon auf C drücken, wenn ich rede. Ja, geht, kommt drauf an, wie viele Sachen du hast, wenn ich überlege. Ich habe schon 3-4 blaue Sachen verkauft. Da kommt man schon auf ein paar Tausend dann. So, So. Ja, genau, das eine kann ich jetzt nochmal verkaufen.
Dafür brauche ich den jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Muni auffüllen. Alles klar. Hast du schon die Sensibilität von deinem Mikrofon hochgestellt? Dass ich lauter rüberkomme? Ja. Moment. Falls es wirklich dann an dir liegt. Müssen wir gleich mal Bescheid sagen, wie das ist. Ja, ja, mach ich. Eine AK, aha. Aber auch eine Sniper. Nein, ich wollte. Kann ich den hier inspizieren? Ist das so besser? Oh ja, viel besser. Wenn das viel zu laut ist, sag Bescheid, ne? Nein, das ist jetzt eigentlich ziemlich gut, krass, optimal. Okay. Ziemlich optimal. Ich hab ja auch mal mit Headset gespielt und ne, hier mit Mic dran und alles, aber im Sommer, da kriege ich irgendwie, da schwitze ich so in den Dingern. Ja, ja. Ich habe mal so Innenherr-Kopfhörer gekauft und so ein Standmikro halt, ne, wie du das halt auch hast. Ja. Und da bist du einfach viel flexibler, weißt du, hast dich auch was vor der Fresse kleben und alles, ne? Naja, klar, stimmt schon. Ja, das Headset, was ich hier aufhabe, hat ja eigentlich auch ein eigenes Mikro, aber das nutze ich halt nicht. Wieso sollte ich ein Mikro vom Headset benutzen, wenn ich hier auch irgendwie so ein 180-Euro-Ding rumstehen habe? Wäre ja sinnlos. Ja, eben, ne? Ja, so, ich würde sagen, Darkson, dann wie gesagt, ich will auf, wie sie in der super coolen Call of Duty-Szene sagen, auf Legendary schwitzen. Oh, hast du da schon welche gesehen beim Händler? Ja, wie gesagt, im Safehouse gibt's einen Legendary Händler, der verkauft ein Stummgewehr und ein MG, ein legendäres. Oh, geil. Und ich will halt das Stummgewehr haben. Ich glaube, das waren ein paar tausend. Ich weiß jetzt nicht gerade, um echt zu sein, weiß ich gerade nicht mehr, wie viel. Wir können uns ja aber sowieso auf den Weg zur Dark Zone machen, dann gehen wir direkt mal zum Händler hin, dann kannst du dich selbst mal angucken. Bist du derjenige, der Wegmarker setzt? Ja. Nee, ich meine jetzt. Ja. Ob du derjenige bist, der alle Spieler so abknallt oder lieber so die NPC-Bosse macht und dann die Abtrünnigen weghaut? Lieber Abtrünnige weghauen. Man kann mal, wenn man Bock hat, mal arschig sein. Wenn man zumindest so viert ist, läuft das. Ich weiß nicht, du hast ja so früh im Stream noch gar nicht zugeschalten. Das ging sogar relativ lange. Da haben sich vier Leute direkt an einen gewissen Dark Zone Eingang. Der ist aber weiter hinten. Da gibt es eine Stelle in so einem kontaminierten Bereich. Und da kommst du nur an einer Stelle tatsächlich hoch. Und die haben sich halt abtrünnig gemacht und haben die ganze Zeit da oben unendlich gekämmt. Und haben dann ständig alle Leute umgenietet. Das war echt miese. Und dann standen da echt zum Teil unten 20 Leute, die da oben wegholen wollten, aber es ging halt einfach nicht, weil die halt unendlich Leben hatten, in denen sich die ganze Zeit ja immer da hochgehealt haben. Ja. Nee, richtig so. Also ich meine, ich habe mir auch gedacht, wenn ich so eine abtrünnig machen würde, oder halt abtrünnig werden sollte, da würde ich mich auch, ich kenne mich halt noch kaum aus in der Dark Zone. Ja. Einen Ort suchen habe ich vorhin bei einem Streamer gesehen, da kommst du an zwei Stellen hoch, wo du dich an so einem Seil hängst irgendwie. Ja. Das kenne ich. Das ist natürlich dann geil, sowas zu sichern, ne? Ja, das Ding ist ja, bei denen, wo die waren, ich bin ja extra einmal drüber rumgelaufen, zu gucken, ob ich die irgendwie flankieren kann. Das Ding ist, das ist in einer Gasse, geht's dann nochmal links hoch hinter einem Gebäude. Und da kannst du weder reinsnipen, wenn sie nicht nach vorne gehen, und hoch kommst du nur durch eine Leiter. Und dann waren die da echt zu viert, und zum Teil, obwohl ja so ein Team nur zu viert geht, müssen sie wohl noch mit anderen auf demselben Server gespielt haben sie sogar zum Teil zu sechs da oben rumgehangen. Das war halt echt mies, und soweit ich weiß, gibt das ja auch einige Dark Zone Coins, wenn du halt andere Agent tötest. Deswegen will ich gar nicht jetzt wissen, wie schnell die da an ihre Währung gekommen sind, die sie brauchen, durch diese Aktion, aber dafür muss man halt wirklich schon zum Teil vier Leute sein. Mich würde jetzt mal interessieren, wie das ist, wenn man stirbt durch NPCs oder Spieler,
wenn jetzt irgendwas abtrünniger gegen kommt oder einfach so einer der, naja, ich kenne das auch anderen Spielen, weißt du? Da Ja. muss man aufpassen, von wegen friendly, ne? Oh, durch die Map gefallen. Oh, du bist einer der Glücklichen. Ja. Dann, naja, darfst du jetzt irgendwie warten und Ich sehe musst. die Map von unten. Ja, du darfst. Das ist beim Kollegen, mit dem ich das Spiel auch aufnehme. Hörst du mich noch? Ja, achso, ja, ich höre dich noch, ich höre dich noch. Ich vergesse nur manchmal C zu drücken. Keine Angst, das ist für manche Leute recht normal. Für meinen Aufnahmekollegen, der fällt regelmäßig unter die Map. Du musst jetzt einfach raus und wieder reinjoinen im Grunde. Nee, ich bin automatisch irgendwie jetzt rausgespawnt, werde Ja, weggespawnt, genau. wieder wahrscheinlich zur Base. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich dann vor der Tür stehen bleiben muss. Ich gehe mal kurz aus dem Raum raus, dann kannst du dich zu mir Die porten. Frage war jetzt halt, naja, die Frage war jetzt gerade dann halt, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt NPCs, Bosse töte und dann Ja. sterbe, beziehungsweise durch Abtrünnige sterbe, ob ich dann eigentlich mein Level verliere oder irgendwas verliere ich denn da eigentlich? Ja, Verliere ich also, den Loot oder? ja, dein Loot, der bleibt ja liegen. Wenn du stirbst, können sie den dann einfach klauen. Den lässt er dann fallen. Und es hieß, dass du, wenn du stirbst, auch ein bisschen was von der Dark Zone Währung verlierst. Aber ich bin bis jetzt schon zwei, dreimal gestorben. Aber da kam mir das irgendwie noch nicht so vor, dass ich da was verliere. Vielleicht verliert man das nur, wenn man als Ja. Abtrünniger stirbt oder so. Aber wie gesagt, sonst verlierst du einfach nur dein Loot, wenn man dich umnietet. Und du erkennst halt daran, ob einer Loot hat, weil das halt alles so kontaminiertes Zeug ist, hast du immer so eine gelbe Tasche hinten am Rücken. Somit siehst du halt immer, wenn eine gelbe Tasche am Rücken hat, hat er Loot. Bloß manche Genau. Leute töten jetzt einfach dich, weil sie hoffen, du hast was Gutes dabei. Und im Wald hast du nur ein weißes Sturmgewehr oder so. Ja. Das ist natürlich ziemlich sinnlos. Ja, eben. Aber ich war, wie gesagt, vorhin mal alleine kurz unterwegs und ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil man hat ja schon viele andere Spiele gespielt, wie jetzt DayZ und hast du nicht alles gesehen, oder ich weiß auch damals hier WarZ und sowas. Naja. Und da war ich natürlich zu Leuten auch immer gut und dann, jo, friendly und dann hinterher das Messer rücken, ne? Da bin ich mal vorsichtig, ne? Ja, so kannst du zum Teil ja auch davon ausgehen. Also viel, also ich habe Ja. bis jetzt mehr freundliche als unfreundliche erlebt, aber ich wurde auch schon mehr als einmal in den Rücken geschossen. Also bislang finde ich das auch eigentlich ganz gut. Jeder hält sich eigentlich so ein bisschen zurück, ne? Und nutzt den Ja. Fehler des anderen aus, ne? So, ich habe gerade Also bei mir 564 von ist der ja Serum. nur Ja. blau und lila. Ja, das ist ja auch nicht. Wir gehen ja jetzt. Ich zeig dir, wo der ist. Warnung! Der Händler Biogeschirr ist im kontaminiert! Safehouse, der mitten in der Dark Zone ist. Ach, ist hier ein Händler. Ja. Backup aktiviert. System Oh, neu da geroutet. links sind schon Abtrünnige oder ein Abtrünniger. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Okay, da ist auch schon wieder weg. Ne, wie gesagt, wir latschen jetzt eben dann zu dem Händler hin. Warte mal. Ja. Warte mal, ich sehe, du hast Medic drin und den Das Kanone da. Geschütz, ja. Ich nehme mal, ich habe das auch immer drin, ne? Aber ich nehme mal jetzt das andere, dass Ja. ich ein Radar habe, weil Ach so, ja, sonst klar, bringt das sich das Radar nichts. ist auf jeden Fall nice. Hast du das denn auch schon aufgewertet? Ja. Ja, dann kannst ja den Crit reinhauen. Also, dass wir mehr Genau, Schaden genau. an feindliche Gegner machen. Genau. Ich hab Bock Genau. hier blind rumzulaufen. Ja, stimmt schon. Oh, da hinten sind NPCs, die können wir uns eventuell eben holen. Jo. Oh, grün, grün. Die halten echt gut aus, ne? Muss ich echt sagen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Die Ich haben gucke das auch ja. im Karton hier oben. Die haben das ja auch. Oh, hier hinten sind noch, glaube ich, ein, zwei. Ah, hier hinten. Ist einer noch. So, nee, was ich sagen wollte, ist, die haben das ja jetzt auch geändert von der Closed Beta in die Beta rein, dass wenn du jetzt einmal aus Versehen anschießt, bist du nicht sofort abtrünnig. Du kriegst dann ein Ausrufezeichen über den Kopf, dass du eventuelle Gefahr bist, aber die dürfen dich dann noch nicht erschießen. Erst wenn du wirklich so viel Schaden auf einen anderen Agent machst, dass er eventuell drauf geht oder dem Tode nahe ist, dann wirst du erst als abtrünnig angezeigt. Okay. Also so mal Fehlschüsse können mal passieren.
Aber wenn du trotzdem an irgendeinem Hubschrauberabgabeplatz bist und da zoomt dich einer schon mit der Waffe an, sollst du lieber am besten in Deckung gehen. Ja. Warte mal, hier ist glaube ich irgendwie Loot oder so, ne? Ah, kontaminierter Bereich. Also, das sind einfach nur Durchgänge hier. Also, in der... Ja? Wollen wir uns die Amtrilling da holen? Ja, kommt drauf an, wie schnell wir da sind. Ja, wir müssen nach... Ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Die campen da schon wieder an der einen Stelle. Das ja, noch Sniper, wa? Ja, ja, das ist das Problem, das ist so, die sind in so einer Ecke, wenn das die Stelle ist, die ich denke an, ist das in so einer Ecke, wo du die kaum triffst und wenn, oh, und wenn sie getroffen werden, gehen sie sofort in der Ecke. Hier haben wir jetzt gelbe Gegner, wenn ich mich nicht täusche. Oh. What? Auf dem LKW ist einer. Jojo, ich kann nur gerade von hier aus so schlecht an den ran. Einen haben wir. Einer ist beim Fahrer aus unten. Oh, da hinten ist für mich gerade was Blaues gedroppt. Der versteckt sich da hinter einer Barrikade. Ist ein richtig krasser Typ. Ja. Na komm raus hier, du. Zack. Oh, ja. Oh. Gut Job, Digga. Ah, da sind das wohl aber noch ein, zwei. Hinter uns. Ja. Müsste Malle gewesen sein, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, blaue Handschuhe und blaues Magazin, das ist eigentlich echt gleich abgabewürdig, aber da hinten hängen auch schon wieder so viele Abtrünnige rum. Ah, ich habe ja auch zwei blaue Sachen, also... Ja, ich guck gerade mal. Oh, hier vorne ist einer. Ich mach mal... Ja. Ich markiere uns mal einen neuen Weg, wir gehen mal zu einer etwas abgelegenen Abgabezone. Wir versuchen dann erstmal unseren blauen Schild abzugeben, weil so viel Blau habe ich so schnell hier schon lange nicht mehr gefunden. Nee, ich auch nicht. Ja. Ey, das Spiel ist ohne jetzt klar hat seine Macken und ja, ja. Eine Beta, ne? Und ich frage mich immer noch, es gibt bestimmt nicht, es gibt noch einige Macken hier im Spiel, wie sie die bis zum 8.3. da alle hinkriegen wollen, so, ne? Ja, bin ich zuversichtlich. Aber ich werde es mir definitiv sofort holen, das schwöre ich dir da. Ja, ich auf jeden Fall auch. So, wie bitte? Wo? Wo wirst du es dir holen? Wahrscheinlich über G2A. Okay. Kostet da... Die ist ja schon mal teuer, ne? Ja... 90 Euro wollen sie haben. Ja, du meinst wie die Dingsbums-Edition da. Oh, da ist das grün, ne? Warte mal. Ja, ja, da trifft schon eine ein. Wenn wir schnell hingehen, können wir abgeben. Wenn wir hingehen, können wir noch schnell abgeben. Oh, mein Rucksack ist voll. So, beeil dich. Gib dir Deckung, wenn du kommst. Du hast noch 17 Sekunden. 17 Sekunden. Noch laufen 15. Wir können es jetzt an Bord holen. Süß, oder? Wie bitte? Wir schießen die beiden zusammen. Wie sie spielen. Ach so, jetzt. Die Ladung ist gesichert. So, das Zeug haben wir. Ja, wie gesagt, dann. Viele Sachen, ne? Ja, ja. Oh, da hinten liegt sogar noch grün. Lol. Ja, ja. Ach nee, dann ist ja wahrscheinlich geil. Vielleicht einer gerade krepiert. Dann kannst du dir das nehmen von mir aus. Jo, nice. Ja, lass mal direkt zurückgehen. Komm, geben wir den Scheiß für dich ja auch gleich direkt ab.
Nee, es sind drei grüne Sachen. Ja, warum nicht? Machen. Das ist nicht so schlimm, wenn ich die verliere. Ja, alles klar. Gute Nacht, Sophie. Und danke, dass war du eingeschaut hast. War keine Robbe. Wie bitte? Ja. Denk dran, er kann dich hören, ne? Egal, was du sagst, er hört's. So, ja, komm, dann geben wir trotzdem dein Shit ab, weil ich bin mir immer nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn man einen Helikopter ruft oder seine Sachen abgibt, gibt das Darkzone-Währung. Ich gebe dir einen Tipp, du bist nicht gezwungen, das hier genau in der Mitte zu aktivieren, weil der Helikopter, der orientiert sich auch ein bisschen daran. Und komm mal mit, wir sind auch nicht gezwungen, in der Zeit, wie wir hier warten, in diesem Bereich zu bleiben. Weil viele lockt das ja an und dann denken die sich so, gucken, wer jetzt da ist. Und dann hänge ich immer gerne zum Beispiel an der Ecke hier oben rum und warte dann immer bis in den letzten 30 Sekunden, bis der Helikopter kommt und dann gehe ich immer hin. Naja. Was ich doof finde, dass das, was man bespricht, dass das öffentlich ist. Ja, klar, das ist ja jetzt so, weil wir gerade hier so drüber machen. Ich werde doch gleich den Stream, was heißt zu Ende machen, zumindest auch fertig machen. Erstmal gemütlich zu Ende, ne? Ja, klar. Ach ja, nee, ich habe dann sowieso jetzt schon über 2,5 Stunden zusammen. Dann bewegen wir uns jetzt gleich noch, wenn wir abgegeben haben, zum Häuschen. Und im Häuschen mache ich dann meine Abmodi und dann ist das alles. So 20 Sekunden noch, ab 10 Sekunden können wir rüberrennen. So. Weil nämlich da, wo du die Fackel, also wo du die Flare abgeschossen hast, ist dann auch meistens immer ungefähr das Seil. Und hier ist es halt sehr offensichtlich. Beginnen Ladungsaufnahme. So, komm weiter. Immerhin, du sagst, es ist ja nur grün oder nur drei grün, aber das bringt dir später wieder ordentlich Cash. So, okay, mach ich mit dem Wegmarker. Oh, hier übrigens an der Tankstelle sind Gegner. Den Stuff, ne? Also im PvE bekommst du ja Dollar, die gelben. Bekommst du da jetzt, wenn du die Sachen hier verkaufst? Nee. Also, hier bekommst du keine, glaube ich, keine Darkzone-Währung oder so. Zumindest habe ich das nicht ausprobiert, aber glaube ich nicht. Ich habe Mütze, was Grünes und was Weißes bekommen. Hier ist noch irgendwo einer, ne? Oben auf dem Dach. Ah, warte mal, ich geh mal hoch aufs Dach. Ich komme ja auch von der anderen Seite vom Schild. Alles klar. Gibt schon geile Orte, Hammergeil. Natürlich, besonders wenn das Spiel jetzt komplett offen ist, wenn man überlegt, wie viel man hier schon rennen kann und wir sind gerade mal hier bei, keine Ahnung, 15% oder 20% maximal der Map-Größe. Ja, das ist nicht, ich bin schon so fickelig, so aufgeregt, das kannst du gar nicht vorstellen, ey. Überleg mal, 8.3. das ist nicht mal lang. Nicht mal lang, ne. Warte mal, da hinten. Urlaub oder Krankenschein wird genommen, wie bitte? Der sagt, hier würde irgendwie was Blaues auf der Map liegen. Ah ja, das hatte ich auch schon. Ich habe das Gefühl, das ist ein Grafikbug oder so. Also das ist Grafikbug, Division, einfach ein allgemeiner Bug. Division Tech lag da. Okay. Hast du das auch oft, dass wenn du Truhen oder irgendwas aufmachst, dass dann, dass das nicht aufsammelt, dass das dann vor dir liegt? Ja, nee, das ist dann, weil du voll bist, weil es am meisten sowas sind wie Nades, Trinken, Essen oder Müsli-Riegel und dann kannst du gar nicht davon mehr... haben, kannst ja. Du mich beschützen? Mich hat bei Steam jemand angeschrieben. Ja, aber klar. So. Alles klar. Auf einmal schreibt mich jemand an. Die ganze Zeit habe ich jemanden alle in der Freundesliste angeschrieben. Hey, wer hat Lust auf Division?
Keiner schreibt zurück, ist auf einmal meldet sich jemand. Ja. Er kann ja auch gleich mitmachen, wenn er Bock hat. Umso mehr, desto besser. So, und hier vorne ist jetzt dann der Safe House. Da gibt's die fetten Legendaries. Okay. Das ist ein Special-Händler hier, wa? Ja, ja, ganz special. Ja, ja, wie gesagt, mitten in der Dark Zone. Der Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt. Ja, 7000. 7030 fürs MG, 7052 fürs Sturmgewehr. 740 habe ich schon zusammen. Der Schwarzmarkt. Oh ja, die Musik. So, ich mach da mal kurz eben meine Abmodi, ne? Ja, wie darf ich dich denn ansprechen? Ja, einfach Sebastian. Sebastian. Also auch beim Kanal oder so, überall immer Sebastian, einfach Sebastian. Boah, 7 Tacken? Ja, ja, nicht gerade wenig. So. Aber die haut natürlich rein, ne? Ja, klar, die hat auch 3 Effekte, also. Rang 12? Das betrifft hier auf den Dark Zone-Rang, ne? Musst du gucken, was dran steht. Ja, ja, Rang, Stufe 8, Rang 12, ja. So, alles klar, so, jetzt muss ich aber eben, warte mal kurz, ich mache eben kurz noch meinen Abmodi. Dann können wir sofort weitermachen. Alles wieder gut. Alles klar. Ich drehe mir eine kurze Zigarette. Ja, mach das, mach das. So, Leute. Mein Freund hat gerade gefragt, der sich Division gerade lädt, darf der uns anschießen gleich? Anschießen, ja, ja, klar, wie gesagt, jetzt mache ich ja eh Aufnahmeende und dann zocken wir zusammen. Ganz normal einfach, dann machen wir auch über TS oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Hast du da irgendwas oder soll ich dir da was zur Verfügung stellen? Ja, wenn du TS hast, gerne. Ansonsten skypen. Okay. Nee, ich hab TS. Alles klar. So, Leute. Ja, ich hab ja, weil halt in letzter Zeit sehr wenig gute Spiele rausgekommen sind, bin ich halt wieder zu Diablo gewechselt, hab Diablo gespielt. Und da waren wir dann immer auf dem TS gesessen und so. Und ja, klar. Ja. So, jetzt muss ich aber hier. So. Nein, jetzt muss ich aber hier eben meine Abmodi machen, ne? Also, alles klar. Ah ja. So, Leute, jetzt sollten wir es aber hier haben. Der nette Kartoffelpü. Noch hier am Quatschen, mit dem werde ich jetzt auch ein bisschen privat einfach so weitermachen. So kann es mal gehen, ne? Ist jetzt auch mit in meiner Aufnahme drin. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Der ganze schöne lange Stream von knapp 1,5 Stunden, den ich natürlich jetzt stückchenweise raushauen werde. Wenn es das hat, natürlich unter allen Abos ein Like da lassen. Unter allen Videos schön ein Like da lassen. Abonniert auch, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet auch nächstes Mal ein bei einer weiteren Folge Division die Beta mit mir, den Sebastian oder auch wenn ich da mit dem Fabio dabei bin. Also haut rein, Leute.